als bei Joey Kelly und Tanja Nieten. Sohn Luke hält das Paar ganz schön auf Trab. Bis es soweit war, hat die Tänzerin ihren Joey ganz schön zappeln lassen. Ich wusste zwar schon, wer die Kelly-Familie ist, aber also ich hatte mich nie irgendwie so damit beschäftigt oder wusste jetzt auch nicht, wer wer ist. Ich wusste halt nur, dass es eine Familie, die Musik macht. Ich finde Tanja einfach als Frau, als Persönlichkeit, ihre Ausstrahlung und ihren Geben und Sein. Und dann habe ich sie einfach angesprochen. Und er kannte schon meinen Namen. Ich war total perplex. Das erste Telefonat dauerte 4 Stunden. Als die Kelly-Family dann bei Köln ein Haus bezog, wurden Joey und Tanja ein Paar. Bei mir war es eher mehr so zweiter Blick oder bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich habe kämpfen müssen, aber ist auch gut so. Er unterstützt mich in allem, was ich wirklich tue und er steht mir wirklich mit Rat und Tat immer jeden Tag zur Verfügung. Das, was ich mir wünsche, ist Tanja und viel mehr. Söhnchen Luke macht das Glück perfekt. Schwangerschaft und Geburt waren für Joey und Tanja etwas ganz Besonderes. Wo ich noch schwanger war, meinte der Joey immer, Mensch, Luke, komm raus, ich will dich sehen. Das macht eine Partnerschaft, auf einmal eine Familie. Ich glaube, er hat es schwerer als ich. Ja, also ihm stand wirklich, er war ganz weiß, er hat kaum was gesagt. Und er hat immer nur gesagt, Tanja, alles okay? Und irgendwann sagt er, Papa oder so. Es ist einfach das Tollste, aber wirklich, das ist das Größte. Es ist wirklich das Größte und ja, und das Kind, das war einfach nur schön.